und überhaupt haben wir doch das. Was soll denn das sein? Oh, die magische Miesmuschel. Fragt sie etwas, fragt sie etwas. Magische Miesmuschel, werde ich jemals heiraten? Eines Tages vielleicht. Hast du das gehört? Die magische Miesmuschel weiß alles. Heute in der Folge bauen wir das Baumhaus von SpongeBob und Patrick. Thaddäus war sogar selber auch mal in dem Baumhaus drin. Ich glaube, jeder kennt die Folge mit diesem Baumhaus, denn in der Folge wurde uns die magische Miesmuschel präsentiert. Und ich finde einfach, das ist eine mit der legendären Folgen bei SpongeBob. Und dann darf natürlich so eine kleine Deko-Sache bei uns nicht fehlen. Von daher schnappen wir gleich mal unsere Blöcke und bauen unser eigenes Baumhaus. Eine echt einfache Idee, sich so ein Baumhaus einfach in seine SpongeBob-Welt zu platzieren. Wie macht man das denn eigentlich am besten? So, wir nehmen uns erstmal ein bisschen Stein raus. Dazu werden natürlich nicht nur die Blöcke, sondern Treppen und Stufen begleiten uns. Damit formen wir uns ganz einfach unten einmal den Sockel, wo wir dann natürlich hier unsere Pflanze drauf platzieren wollen. Das könnt ihr einfach beispielsweise ja euch einfach hier so leicht ein bisschen formen. Wenn ihr meint, ihr habt das für euch genug hin und her geformt, nehmt ihr einfach eure Pflanze, platziert die dann auf einen Block, zieht die nach oben. Ihr könnt das so hoch machen, wie ihr möchtet. Dann geht es schon ans Baumhaus ran. Einfach erstmal eine Stufe in der Mitte hin. Treppen an den Seiten einmal platzieren. Wir lassen auf der Seite die natürlich den vorne und hinten einmal anecken, ja, dass hier unser Baumhaus auch ein bisschen Form kriegt. So, sobald wir das haben, können wir da auf unseren normalen Treppen natürlich nochmal oben die Treppen machen. Und die wollen wir oben natürlich auch so machen, dass die sich hier einfach vorne und hinten einmal anecken. Jetzt haben wir sogar die Möglichkeit, noch hier ein Fenster uns zu platzieren, indem wir einfach auf der Rückseite, ja, wir müssen einfach erstmal die beiden Treppen so angeeckt haben. Und dann könnt ihr entscheiden, wo wollt ihr euer Fenster haben, entweder links oder rechts. Ne, kann man sich ausprobieren, wenn man möchte. Ne, da kann man beides setzen. So, ganz oben setzen wir Stufen hin. Ganz vorne unten auch nochmal eine Stufe hin. Und fertig ist unser Baumhaus mit einem Fenster. Nicht schlecht. So, gleich oben drauf könnt ihr noch ein bisschen die Pflanze noch nach oben ziehen, dass die einmal halt da durchgeht. Das Baumhaus war da auch, sage ich mal, so ein bisschen eingewachsen. Und dann habt ihr hier euer Baumhaus auch schon fertig. Die Höhe und die Größe halt, das darf jeder für sich entscheiden. Wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Wir haben unser Baumhaus gebaut. Vielleicht hast du auch schon die Reise gemacht in den Dschungel. Denn hier ist schon meine magische Miesmuschel und die magische Miesmuschel, die sagt mir noch ganz einfach, schau einfach in der Infobox nach, da gibt es noch weitere tolle Videos oder abonniere den Kanal, dann verpasst du in Zukunft gar kein Video mehr. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.